ist der wahrscheinlich schönste Nugget der Welt, zumindest mal am 9. Juli 2021. Denn er hat eine wunderschöne Folierung und er hat die genialen OZ-Felgen mit drauf. Und mit so ein paar Kleinigkeiten kann man den Nugget ganz schön böse machen. Ganz schön sportlich und ganz schön begehrenswert. Und wenn ich euch jetzt erzähle, dass man so ein Auto ab 43.000 Euro brutto kriegt, ja, und der Kollege, der schmunzelt jetzt schon ein bisschen, es wird hart, aber es ist machbar. Grüß dich einmal, Alex. Grüß dich, Sven. Hi. Ja, und du bist der Carsten. Grüß dich, Carsten. Hallo, Sven. Grüß dich. Du bist der Chef vom Alex. Nein, ich bin ein lieber Kollege, hoffe ich. Jetzt habe ich gedacht, jetzt bin ich einmal, weil er hat das Büro, das man abschließen kann. Ja, aber die Büros, die offen sind, sind natürlich die besseren. Ganz klar. Wir sind bei Sorg in Fulda. Ihr seid einer der größten Ford-Händler Europas. Man kann auch sagen, einer der größten Nugget-Händler auch. Ganz klar, was auch Stückzahlen angeht. Ihr habt so ein bisschen das Problem, Nugget ist nicht in unendlicher Stückzahl verfügbar. Das ist richtig, ja. Die Bestellprogramme hatten geschlossen oder haben geschlossen. Man kann im Grunde genommen nur noch aus seinem Vorlauf heraus Autos verkaufen. Das, ja. Wie viel Zeit hast du jetzt noch, weil dann drehe ich mit dem Carsten gleich weiter? 5-6 Minuten, weil ein Kunde auf mich wartet, der sich für einen Nugget interessiert. Genau, das ist so. Ja, euch rennen sie die Bude ein, muss man sagen. Wir haben ein paar Videos gezeigt, aber ihr seid ja auch sehr, sehr zentral hier in Deutschland. Das ist korrekt. Wir haben Kunden aus Freiburg, wir haben Kunden aus Berlin, aus München, aus Kiel. Wir sind natürlich auch sehr zentral in Deutschland. Wir sind innerhalb von 3 Stunden im ICE von München oder von Hamburg oder von Berlin erreichbar. So, denn ihr habt tatsächlich einen ICE-Bahnhof hier, das ist ziemlich cool. Wir haben ihn extra nicht abgeledert, weil der Kollege eben noch gesagt hat, ledert ihn ab. Er kommt, aber er ist gerade aus der Produktion rausgekommen, so muss man sagen, denn ihr habt ihn nochmal ordentlich veredelt. Genau, also er hat die Felgen bekommen, Alufelgen mit einer etwas größeren Bereifung. Die Folierung, er hat vorne auch einen anderen Kühlergrill drin. Das heißt, wir haben hier nicht mehr den Standard Ford-Kühlergrill, sondern wir haben einen Kühlergrill, wo Ford drin steht und nicht die Ford-Flaume drauf ist. Ja. Ist das original Ford eigentlich? Der Kühlergrill ist original Ford, ja. Unglaublich, was das ausmacht. So ein paar Kleinigkeiten wie die Folierung. Preis von der Folierung? Generell kommt es natürlich auf die Farbe drauf an. Also wir liegen hier irgendwo zwischen 1.500 und knapp über 2.000 Euro. Das kommt, wie gesagt, auf die Farbe drauf an, die man foliert haben möchte. So wie jetzt hier steht, sind wir ungefähr bei 1.600, 1.700 Euro. Ja, was ist das für eine Version? Vom Nugget? Es gibt den Nugget ja mit Hochdach. So, Entschuldigung. Ja, ist ein kurz, ich kann mich nicht sagen. Kurzer Radstand-Aufstelldach, also der normale Nugget mit einem Aufstelldach. Den gibt es ja dann nochmal mit einem langen Radstand und hinten einer Toilette drin. Ja, beziehungsweise. Die Höhe jetzt hier sind 2,09 Meter. Okay, also ich habe ja jetzt auch 2,10 Meter mit der Markise. Nicht so parkplatzfreundlich. In Frankfurt am Flughafen geht's. Da sind 2,10. Aber dafür ist auch nicht gedacht. Man gewöhnt sich schnell dran, muss ich sagen. Also ich bin ja, weil alle Leute immer sagen, ja, es geht im Parkhaus nicht mit allen drum und dran. Aber ich parke fast nicht im Parkhaus. Gut, man muss natürlich, wenn man jetzt an einem Parkhaus gebunden ist, was nur 2 Meter hoch ist, ja, kriegt man ein Problem. Ansonsten gibt es natürlich auch genug Parkplätze außerhalb. Wir haben halt den Vorteil, wir haben oben ein relativ breites Bett, weil wir sozusagen das Dach obendrauf aufbauen und nicht integriert sozusagen. Dadurch sind wir in der Klasse mit 1,40 Meter mit dem breitesten Bett dabei. Also ich fahre ja im Moment einen T6, muss ich sagen. Der Platz im Innenraum im Nugget ist viel größer. Das liegt aber auch dem geschuldet, weil der T6 ein bisschen kleiner ist. Das heißt, das ist, ich sag mal, man kann die nicht miteinander vergleichen. Also das hier ist eher eine Mischung zwischen T6 und dem etwas größeren, dem Crafter. Aber es ist unglaublich viel Platz drin in einem Nugget. Also es macht mich total neidisch. Gut, wir sind sicherlich ein bisschen mehr campinglastiger ausgelegt, weil die Küchenzeile so gedreht da drin ist. Dadurch hat man halt dementsprechend mehr Vorteile in die Campingrichtung. So, machen gerade ein bisschen Licht an. Ich mache mal meinen Scheinwerfer an. Dann sehen wir es mal. Ja, was willst du machen? Wir können das Dach mal kurz aufmachen. Ja, machen wir es mal auf. Ist das Dach elektrisch eigentlich? Nein, es geht von Hand, aber wie du siehst, es geht schnell. Wenn man den Punkt überwunden hat, geht es von alleine. Die Sicherung, ist das mit so Klammern oder wie läuft das? Neben an dem Dämpfer hat man eine Arretierung, die einfach rausklappt auf der anderen Seite. Also das war's? Genau. Also es geht schnell. Ja. Ich brauche also nichts einfädeln oder irgendwas? Nein, einfach hoch, fertig. So, das können wir gleich mal gucken. So, wie viele Minuten haben wir noch mit dir? 3 Minuten, 21 Sekunden. Sehr schön. So, dann machen wir anschließend also mit deinem Kollegen weiter. Ich wollte euch beide nämlich mal vorstellen. Ihr seid ein tolles Team. Ihr hattet kein einfaches Jahr 21, denn die Nugget-Nachfrage war unvorstellbar, oder? Das ist korrekt. Aufgrund der zweiten Pandemie ist die Nachfrage sehr rasant gestiegen.
Im Januar war es noch ein bisschen überschaubar, Februar wurde stärker und ab März haben wir ja, sehr lange tagsüber hier gearbeitet und am Wochenende waren wir auch da. Hat euch das ein bisschen geholfen mit den Videos, dass die Leute, also da kamen ja sehr, sehr viele, die konnten sich schon mal angucken, wie geht das mit dem Dach, wie ist das so? Das ist halt der Vorteil vom Internet, man kann vorher sich sehr viele Informationen holen und viele Kunden, fast alle Kunden haben diese Informationen schon mitgebracht. Und das war natürlich für uns auch wesentlich einfacher. Die wollen das ja nur mal live sehen, wollen mal eventuell mal Probe fahren. Das Fahrverhalten ist im Alltag wie im Pkw, kann man sagen, ein großer Pkw. Ja, also man merkt nicht, dass man im Fahrzeug sitzt, was A, irgendwo seine 2,7 Tonnen wiegt und B, was natürlich die Ausmaße hat. Also es fährt sich extrem Pkw-ähnlich. Ja, was toll ist auch hier, das Bett hier oben ist von Froli. Also wer sich ein bisschen auskennt, der Schlafkomfort ist wirklich für diese Größe unglaublich toll. Wir haben Gasdruckfedern mit drin. Das Ganze ist jetzt auch nicht so dünn, aber es ist jetzt kein Winterfahrzeug für minus 10 Grad, oder? Das funktioniert. Also wir haben eine Standheizung, die 3 kW fördert. Bedeutet, wir können, oder unsere Standheizung ist so stark, dass die selbst bei einstelligen Minustemperaturen und aufgeklapptem Dach hier warm bekommt. Man kann sie natürlich auch, wenn es dann kälter wird, behelfen, indem man über so einen Ausströmer einen Schlauch stippt und den einfach nach vorne Richtung Füße legt. Ja, es gibt auch ein Winterkit, habe ich gesehen, im Zubehör. Da kann man oben nochmal entsprechend isolieren. So ist es. Die Küche ist unglaublich, also wir werden es gleich mal zeigen, denn ihr habt eine Heckküche, das hat kaum jemand. Das hat kaum jemand, zumindest auch nicht so gedreht. Wir haben ja hier im Grunde genommen auch so ein Dreiraumkonzept, das heißt, wir können oben unser Bett nutzen, hinten in der Küche die Küche nutzen und vorne in der Sitzgruppe sitzen und das alles zur gleichen Zeit, ohne dass wir irgendwas umbauen müssen. Carsten, wenn du mal gerade so lieb bist und mal hochklappst bitte hier das Bett. Ich komm zu dir. So, komm mal zu mir, man kann das nämlich einfach hochklappen, wenn man es nicht braucht. Das ist korrekt, das ist, wenn du tagsüber unterwegs bist, siehst du, dass es nach vorne weggeht, das Bett, und dadurch hast du zusätzliche Ablagefläche und hier oben rechts sowie links haben wir die Möglichkeit, jetzt arretiert dann das Bett zu befestigen, und dadurch hast du wunderbar viel Kopffreiheit und kannst bis zu den Vordersitzen durchlaufen, ohne dass irgendwas im Weg steht. Also was schön ist, es geht unglaublich schnell, ja. Also es ist bei mir ja, ich bin immer am Fädeln, am Machen, am Tun. Auch der Sitz drehen, das geht auch schnell? Ja, das wird so schnell. So einmal hin und her, dann wird er gedreht. Der Innenraum ist wirklich extrem groß. Also dafür, dass man so ein kompaktes Fahrzeug hat. Und es ist eigentlich die optimale eierlegende Wollmilchsau, weil das Hochdach, das merkt man zwar nicht beim Fahren, aber im Alltag merkt man schon, oder? Ja, das ist schon richtig. Das Hochdach ist halt für den Seitenwind ein bisschen empfänglicher, aber hier hast du fast ein Pkw-Niveau, das kann man so sagen. Ja, das Fahrzeug hat unglaublich viel Schick und Design, unter anderem einen integrierten Schutz gegen Mücken. Jawohl, das ist ein Handgriff. Ganz wichtig, glaube ich. Das heißt, du kannst aufmachen am See, dann ist die Markise mit drin, die ist oben integriert. Kann man die abnehmen eigentlich? Ja gut, also nicht klick ab, aber man könnte im also einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel im Winter das nicht benutze, der hat ja leichten Windwiderstand, macht auch ein bisschen Geräusche beim Fahren, wenn man schnell fährt. Man kann es abschrauben. So, bitte einmal öffnen. Da ist jetzt so eine kleine Stufe mit dabei. Folierung steht ihm gut, oder? Die Folierung ist Bombe. Also wir haben auch hier jetzt das anthrazitfarbene Aufstelldach, also den Stoff, den Faltenbalk. Ja. Das spiegelt sich halt jetzt hier in dem Wagen überall wieder. Wir haben nur Orange und Schwarz und ja. Du bist auch ein gemeiner Kerl, ja. Da die OZ-Felgen drauf zu machen, der verkauft sich was von selbst, oder? Ja, wir können ja auch noch andere. Also es sind jetzt 18 Zöller. Wir können natürlich vom Design her verschiedene 18 Zoll Felgen nehmen. Sind die jetzt bretthart vom Komfort oder nein, geht's? Nein, also wir haben zwar die größere Felge, aber wir haben vom Außendurchmesser einen größeren Reifen. Bedeutet, unser Querschnitt vom Reifen ist zwar nicht auf dem Niveau von einer 16 Zoll Felge, aber er ist definitiv einen Ticken höher und dadurch fährt er sich auch noch komfortabel. Hat der eine Wohnmobilzulassung? Der hat eine Wohnmobilzulassung. Okay, also er ist extrem günstig. Von hauptsächlich die Versicherung ist, glaube ich, sehr günstig, oder? Von denen? Die Steuer macht es auch noch. Steuer auch. Also der wird versteuert wie ein LKW, also nach zulässiger Gesamtmasse. Für Gewerbetreibende ist es eventuell nochmal ein Punkt, wir können die Fahrzeuge auch von Wohnmobil auf Büromobil umschlüsseln lassen. Aha, gibt's das? Das geht, ja. Du Fuchs, ja. So, Alex, du darfst gehen. Danke. Du bist erlöst. Sag mal deinen vollen Vor- und Zunamen. Alexander Dekatz. Alexander Dekatz, zusammen im Team mit Carsten Klimek, der Nissan-Chef ist, wie ich jetzt gehört habe, obwohl er das größere Büro hat. Du bist schon wie lange dabei? Jetzt bin ich 31 Jahre im Haus. Tschüss, Alex. 32 Jahre. 32 Jahre. Was macht es aus, bei Sorg zu arbeiten? Ist das hier entsprechend familiär? Du kennst den Chef? Ja, die Familie Sorg ist ein Familienbetrieb. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich, wenn ich
irgendwas habe, jederzeit zur Familie ist auch gehen kann und kann fragen und helfen. Die Türen sind immer offen. Ja, wichtig ist ja, den Leuten zu erklären, ihr gebt ja hier harte Rabatte auf diese Fahrzeuge. Ich habe ja eben gesagt, 43.000 geht's los. Brutto für ein Neufahrzeug, für den deutschen Markt, das sind keine Reimporte. Wie geht das? Also man kriegt ja da so ein bisschen Angst, dass vielleicht der Händler irgendwann nicht mehr da ist, wenn er so gute Rabatte gibt. Aber euch gibt's schon extrem lang, oder? Das ist korrekt. Wir sind jetzt 93 Jahre jung. Und es ist halt auch so, dass wir im großen Stil eingekauft haben bei den Ford-Werken und auch eine Auslastung bei Westfalia haben. Und dementsprechend haben wir auch andere Konditionen und die geben wir an unsere Kunden weiter. Das ist ganz einfach. Ja, das seid ihr für bekannt. Dann kommt damit hinzu, ihr kennt euch wirklich gut aus. Wir haben zwar den Alex gerade eben so ein bisschen, ich sag mal, weil ich ihn gefragt habe, was ist das für ein Typ, aber du kannst den Alex alles fragen. Ja, also es ist wirklich, der kennt sich bei den Fahrzeugen extrem gut aus und auch was Zubehör angeht und so weiter. Bisschen schade ist die Liefersituation, deswegen ruhig anfragen. Ihr kriegt immer wieder Fahrzeuge rein. Sicher ist es nie, aber ich sag mal, am besten beobachten, viele sind im Vorlauf, die vielleicht gar nicht erst im Mobile landen, oder? Ja, das ist richtig. Wir haben noch ein gewisses Kontingent zur Verfügung, aber man muss auch ehrlich sagen, ein Jahr Lieferzeit. Ein Jahr Lieferzeit. Das heißt also, die im Vorlauf da sind, gerade eben war eine Dame da, die wollte ihn schon gerade mitnehmen. Es war wirklich so und da hatte Alex schon gemeint, wie lange braucht er jetzt fürs Filmen, weil er wird dann endverkauft. Ja, das ist richtig. Wir haben immer wieder Anfragen auch für Sofortverfügbare, aber momentan haben wir noch 3 Sofortverfügbare. Die wir. Welche habt ihr? Wir haben einmal hier den L1 mit Aufstelldach sowie einen weiteren L1. Dieser ist jetzt mit 185 PS Automatikgetriebe, der andere ist mit 130 PS Gangschaltung. Und hier vorne vom Eingang haben wir noch ein Hochdach L2 stehen mit 185 PS Automatikgetriebe. Preis von dem Hochdach? Da muss ich kurz reinschauen, aber er liegt Stand heute bei 58.000 Euro. Okay, also das ist ein richtig tolles Wohnmobil. Hat der eine Dusche innen, das Hochdach? Nein, wir haben keine Nasszelle innen drin, sondern beide haben Außendusche. Aber ein Klo ist drin? Bei dem L2 haben wir immer Standard hinten ein Klo drin. Bei L1 haben wir die Möglichkeit, eine Chemietoilette hinten rechts im Schrank zu verstauen. Da gibt es ein Fachexer, können wir uns gleich mal angucken. So, gehen wir mal auf CO2, ganz, ganz wichtig, denn das Basisfahrzeug ist sehr, sehr sparsam. 136 Kilowatt, der geht gut? Der läuft sehr gut, hat einen sehr guten Drehmoment. So, Powershift, Automatikgetriebe, Wandler ist das? Ja, genau. Also ein Wandler. Ich kann auch ordentlich was ziehen. Das ist vielleicht auch vielen Leuten was wichtig. Naja, macht so ein bisschen, was heißt ja, denn ordentlich? Man muss unterscheiden. Bei der Gangschaltung habe ich 2,1 Tonnen, bei der Automatik habe ich eine Tonne weniger. Also 1,1 Tonnen kann ich noch dranhängen. Allerdings muss ich sagen, ja, viele, ich sag mal, haben gar keinen Führerschein dafür. Muss man also ja, auch da dazu sagen. Für die Älteren unter uns. Stützlast hinten, wenn ich eine Kupplung habe? 75 Kilo. 75 Kilo. Das heißt also, ich kann zum Beispiel ein bis maximal 2 E-Bikes mit einem leichten Träger geht. Ja, auf alle Fälle 2. Die kann ich ja nicht aufs Dach drauf machen. Kann ich noch aufs Dach irgendwas drauf machen, weil der hat eine Reling oben? Ja, Sie haben die Möglichkeit, oben einen Grundträger zu montieren. Ja, wie beim normalen PKW auch. Dafür sind extra die 2 Leisten rechts und links. Und dann haben wir die Möglichkeit bis zu 80 Kilo Dachlast. 80 Kilo, was ziemlich cool ist, ist natürlich den Grundträger drauf zu machen und den zu benutzen nochmal für irgendwelche Zubehörteile, die man ja kriegt. Oder ich sag mal, alles, was man so noch reinziehen kann, ist hochinteressant. Ist das hier ein Keder nochmal mit drin? Jawohl, das ist Standard bei dem Nugget. Wir haben rechts und links eine Kederleiste. Eine Kederleiste mit drin. Das heißt, da könnte man jetzt zum Beispiel so ein, ich sag mal, ein Segel oder sowas einziehen. Ein Sonnensegel zum Beispiel. Ist auch wieder im Zubehör günstig zu erwerben und man ist schnell mit dem Aufbau fertig. So ist das, ja. Preis-Leistungs-Verhältnis ist phänomenal, wenn man das mal vergleicht mit vielen anderen Fahrzeugen im Markt, die das zu bieten haben. Es gibt immer noch Leute, die sagen, Ford, die müssen immer fahren. Einfach eine Probefahrt machen und sich selber davon überzeugen, ganz einfach. Ja, es kommt aus dem LKW-Bereich, das ist ein Nutzfahrzeug, muss man ganz klar sagen, ist jetzt kein PKW, sondern der ist auf Laufleistung ausgelegt und das merkt ihr auch. Das heißt, also ihr habt ja Nuggets, ich sehe die immer auf den Campingplätzen, Anfang der 2000er, die sind heute noch komplett im Einsatz. Das ist richtig, die Fahrzeuge sind sehr stabil gebaut und haben auch einen geringen Wertverlust. Ja, gut, Campingfahrzeuge sowieso, ja. Das spielt euch ja jetzt rein.
Die Laufruhe, das hat sich auch nochmal stark verbessert. Das, der nagelt nicht, also da ich sag mal, hast du nicht so, ich sag mal, das Feeling, du sitzt jetzt auf dem Panzer oder so, oder? Das ist korrekt. Also wichtig zu wissen ist auch, dass wir die neuesten Abgasnormen mit 6D Temp erfüllen. Und wie gesagt, eine Probefahrt ist sehr zu empfehlen. So, machen wir auf. Das ist dann das Volant. Wenn du dich mal kurz reinsetzt, bitte. Deine Größe? 1,80. So, das Fahrzeug wird ja auch im Nutzfahrzeugbereich als Kasten zum Beispiel von Lieferdiensten benutzt, die da tagtäglich den ganzen Tag drin sitzen müssen. Ja, ist der Sitz denn gut? Der Sitz ist mehrfach verstellbar, auch in der Höhe. Ja. Und je nachdem, was für eine Körperfigur vorhanden ist, kann ich dementsprechend auch das Lenkrad kürzer oder länger stellen. Zeig mal bitte das Lenkrad, wie es geht. Einfach der Hebel, den drücken wir nach unten und dann kann ich dementsprechend das Lenkrad verstellen und die richtige Position finden und dann einfach wieder arretieren und dann habe ich es auf der entsprechenden Höhe. So, der ist jetzt beheizt. Bekomme ich auf Wunsch Armauflagen oder sind die dabei? Die sind serienmäßig, ja. Auf beiden Seiten? Ja, in der Höhe auch verstellbar. Stark. Bitte kauft keine Autos in der Klasse ohne Armauflagen. Macht es nicht. Definitiv. Absolut. Völlig entspanntes Fahren. Völlig entspannt. Dann hast du Becherhalter ohne Ende. Das heißt, du kannst sogar ganze Wasserflaschen hier reinstellen. Stehend sogar. Du hast elektrische Spiegelverstellung. Du hast elektrische Fensterheber mit drin. Du hast eine ordentliche Verkleidung. Anklappbare Spiegel. Ich glaube, bei der Breite. Jawohl. Breite von dem Fahrzeug? Müsste ich jetzt reingucken. Endlich habe ich dich. Einmal, ja. Das ist mal was. Lichtautomatik? Das ist eine Wunschoption. Das ist verfügbar beim Sichtpaket 2. Mhm. Es gibt Sichtpaket 1, das ist die beheizte Frontscheibe. Sichtpaket 2 ist noch mit Regensensor und Lichtsensor ausgestattet. Macht aber Sinn. Also ist das sehr teuer? Nein, das ist ein geringer Aufpreis. Es liegt das Sichtpaket bei 238, das 1er, und dann das zweite bei 440 Euro. Spurhalteassistent aktiv? Ja, das ist auf eine Wunschoption verfügbar. Preis von dem? Müsste ich auch reinschauen. Ist mich auch in Verbindung mit dem Audio 24 und 25 verfügbar. Okay, das heißt aber auch da, wenn da jemand Wert legt, zum Beispiel auf Sicherheit, hat der Notbremsassistent immer? Oder? Ja, sicher, wir haben sowieso das dabei. Okay, das ist immer dabei, Notbrems. Ja, Notbrems sowieso. Sie haben noch eine Erweiterung. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage dazu nehmen, die hat auch noch einen Pre-Collision Assist. Okay. Das heißt also, das Fahrzeug erhöht schon mal den Bremsdruck, wenn der Abstand zum Vordermann im Vergleich zur Geschwindigkeit zu knapp ist. Also vielleicht nochmal zum Mitschreiben. Adaptiver Tempomat bedeutet, er orientiert sich an der Geschwindigkeit des Vorgängers. Man gibt eine Maximalgeschwindigkeit ein und dann hält er sich dahinter und regelt automatisch den Abstand. Genau, das erfolgt über Radar. Und wir haben die Möglichkeit, das Fahrzeug so einzustellen, dass er schon gleich früh bremst. Okay. Oder auch etwas verzögert bremst. Also schön, wenn ich jetzt in Frankreich die hinterherfahre hinter einem LKW, die fahren ja sehr schnell dort, und sage einfach mal, okay, ich mache jetzt mal Stufe 2. Das ist immer so, dass ich im grünen Bereich bin. Das heißt, ich kann das so einstellen, dass es auch vom Mindestabstand immer passt, oder? Das ist korrekt, ja. Das ist einfach hier am Lenkrad einzustellen. So, hier vorne sieht man, hier kann man zum Beispiel das Handy reinlegen. Du hast dann eine 12-Volt-Steckdose damit drin. Ich komme mal gleich auf deine Seite, dass wir das mal zeigen. Lederlenkrad mit drin. Die wichtigsten Funktionen, Bluetooth kannst du steuern, was glaube ich ganz wichtig ist, dass du, wenn du dein Handy angeschlossen hast, auch nur über Bluetooth zum Beispiel die Lieder wechseln kannst. Du kannst die Sender verstellen bei radio.de und so weiter. Richtig, wir haben hier auch hier digitalen Radioempfang, DAB. Und ab dem Audio 21 habe ich sogar die Möglichkeit, dass ich mein Handy Spiegel im Display. Das heißt, wenn ich ein Android oder ein Apple-Handy habe, habe ich sogar die Möglichkeit, über Google Maps zu navigieren und spiegel das wieder im Display. Sehr schön. Ich komme mal zu dir. Bleib mal sitzen. Ab 43.000 Euro. Aber es gibt eine Einschränkung. Das werden wir gleich mal kurz erklären. Die 43.000 Euro Version ist etwas geringer motorisiert und hat auch ein Schaltgetriebe. Das ist richtig. Wir haben hier 130 PS Gangschaltung mit 6 Gängen. Wie gesagt, aber 6D Temp ist standardisiert. Und aber Klimaanlage ist standardisiert und auch die elektrischen Fensterheber, elektrischen Außenspiegel, das ist Standard. Genauso wie die Freisprechanlage mit Bluetooth. Oder auch die Standheizung, was der Alexander von der erwähnt hat. Was ziemlich toll ist, ist die Standheizung. Die läuft auf Diesel. Das ist richtig. Ja, die ist hier oben drin, gell? Jawohl. Wir haben hier die Möglichkeit, sie zu aktivieren. Ach, die kenne ich von Volkswagen. Ja. Das heißt, es gibt verschiedene Stufen. Genau. Du stellst, glaube ich, nicht die Temperatur ein, sondern die Stufen. Ja, du hast die Stufen. Du hast Temperatur auch? Natürlich. Okay.
Ja, ich kommt ja immer darauf an, was du für eine Wärme haben möchtest. Ja, das sagst du so, aber das ist so, ich glaube beim letzten, weiß gar nicht, was war, California, da stellt man irgendwelche Stufen ein, hier siehst du die Bordspannung, Aufbaubatterie, da hat zwei Batterien? Der hat zwei Hochleistungsbatterien von AMG. Okay, super. Dann bitte mal das Radio anmachen, dass wir das mal sehen. Also hat ein Entertainment-System, alles sehr Automotive, also wie ein PKW. Hat der auch so einen City-Modus, dass man besonders leicht lenken kann? Gibt es sowas oder brauchen wir das nicht? Nein, ganz normale Lenkung, Servolenkung. Geht sehr leicht, oder? Definitiv. Wie gesagt, Probefahrt, selbst überzeugen. So, dann, oh, das kenne ich ja schon, aus dem Raptor habe ich das gesehen. Genau. Ist das gleiche oder ist da mal eine ähnliche Oberfläche? Das ist richtig, das ist Sync 3 und lädt gerade einen Augenblick noch die Karte. Er bootet mal kurz. Genau. Aber wir können ja so lange schon mal. Genau, bitte mal leise machen. Franken, Bayern 1. Sehr schön. Das Schöne ist, dass wir mit dem digitalen Empfang. Bitte mal schnell ausmachen. Schnell, schnell, schnell. Genau, geh mal. Dankeschön. Sonst sperren die mir sofort das Video. Das ist FFH, das heißt digital? Digitaler Empfang. Wir bekommen jetzt Sender, die wir vorher noch nicht hatten. Zum Beispiel jetzt auch verschiedene Sparten der einzelnen Sender. Ob das jetzt RTL ist oder MDR. Oder FFH oder HR 1, 2, 3, 4, alles ist erlaubt. Ja, demnächst haben wir uns im Saarland zwei landesweite DAB-Plus-Programme von unserem Verein, der jetzt kommt. Ziemlich cool ist hier der Platz, den du hast. Du hast ja ultra viel Platz, auch zwischen den Sitzen. Du gehst hier also nicht als Paar auf die Nüsse, sag ich jetzt mal. Das Auto ist sehr übersichtlich. Das heißt, also wenn jetzt einer, manchmal sind es Frauen, die dann sagen, ah, ich weiß nicht, so ein großes Auto und so weiter. Ja, die Männer, die können ja mal alles, ja, ist ja ganz klar. Übrigens sind es die Frauen, die am wenigsten Unfälle bauen, ist immer so. Ist das übersichtlich? Definitiv. Das Fahrzeug hat zwei große Außenspiegel und auch nochmal zwei tote Winkelspiegel dabei. Und auf Wunsch ist auch eine Rückfahrkamera verfügbar. Das gibt es im Sichtpaket 3 oder auch einzeln. Und da haben wir, wenn du hier mal kurz aufs Display schwenkst. Ah, jetzt mal die Heckklappe, die mache ich mal kurz runter. Ja. Also auch hier ganz klare Empfehlung, kauft die Rückfahrkamera. Denn ich habe als allererstes mal meinen T6 gegen die Wand gesetzt. Also gegen den Pfeiler, sogar auf dem eigenen Gelände. Das habe ich geschafft. Ja. Sehr gut. Packt nicht jeder. Also wie du siehst, haben wir hier farblich abgestimmt grün, gelb und rot. Grün ist alles safe, gelb wird langsam eng und rot macht bumm. Das Ganze wird akustisch unterstützt durch ein Piepen. Und je enger es wird, umso schneller piept er. Und bei rot kommt ein Pfeifton. Und dann sollte man doch anhalten. Die meisten ordern Automatikgetriebe oder viele Schalter habt ihr noch? Ah, das ist 50-50, kann man sagen. Immer noch? Ja. So, das heißt also, sinnvoll ist Standheizung. Also ich finde Automatikgetriebe toll, gerade wenn man so ein bisschen cruised unterwegs ist. Die Stufen, wie viele Stufen hat das? Sechs Stufen. So. Dann, das ist ein Nutzfahrzeug. Also man kann schon sagen, so Nutzungsdauer 10 Jahre und mehr geht. Ja, das sollte es mindestens sein. Es kommt immer auf die Pflege drauf an, ganz einfach. Also wenn ich da natürlich ordentlich mit umgehe, das ordentlich pflege, auch mal in die Werkstatt bringe, hat der Zahnriemen noch? Ich schreibe es euch rein, ob er Kette oder Zahnriemen hat. Das ist, manchmal stellen die Leute Fragen, die fragen nämlich, hat er eine Kette oder einen Zahnriemen? Du weißt warum? Muss ich einen Alex fragen? Das musst du einen Alex fragen, der weiß das. Wir lassen das aber drin, Carsten. Du bist jetzt seit 32 Jahren da. Na, bist du verrückt? Das ist blamabel. Nee, das lass mal drin. Das passt. Komm, wir machen mal was du kannst. Ja. Sollen wir mal die Bank mal verstellen? Das machen wir. Gerne. Das hast du tausendmal gemacht, denn das ist nämlich sehr, sehr einfach. Und die Zahnriemennummer, die wird nämlich in die Annalen der Geschichte der Firma Sorg eingehen. So, ja, wir haben ja die Möglichkeit, wenn es auch mal ein bisschen schneller gehen soll und das Dach soll nicht aufgestellt werden, dass wir hier die Dreiersitzbank zur Liegefläche umgestalten. Und wir haben hier vorne zwei Einbuchtungen, das sind zwei Hebel. Mit dem rechten Hebel. Von der, sag mal bitte. Da? Vorne rechts. Ah, da, okay. Ja, für den rechten Hebel. Da kann ich die Dreiersitzbank verschieben. Und mit dem linken Hebel werde ich dann die Sitzfläche entriegeln und anheben. Das zeige ich mal kurz. Bitte. Ich habe einmal gesehen, da gab es für so Vanlife so eine tolle Lümmelposition. Man kann sie, glaube ich, sogar komplett drehen.
Da bin ich mal nicht ganz sicher, ob die Bank das noch hat. Nein. So, hier entriegel ich. Ja. Hier haben wir noch einen Griff integriert. Ja. Jetzt ziehe ich einfach hoch. Das meinte ich. Zack. So, dann siehst du hier noch einen Spalt. Und okay. Dann nehmen wir einfach hier das Kissen. So, ich zeige es mal gerade komplett, wenn das dann fertig ist. Also es wird dann zusammengeklappt und dann hast du eine Liegefläche für zum Beispiel auch kleine Personen, kann auch ein Kind sein. Die können Kinder, aber auch wir haben Erwachsene, die mit 1,90 Meter hier Platz haben. Okay, also das geht auch durch. Kann man die Bank theoretisch, du hast es eben mal kurz gezeigt, hinten hochgestellt lassen, die Seite rechts, geht das? Ja, das geht auch, wenn die Sitze weiter nach hinten sind. Wenn mir das einmal ganz kurz zeigst, sei mal so lieb, weil ich hatte nämlich einmal... Hier rum. Ja. Und dann schieben wir die Sitze wieder. Je nachdem, welche Schräge es sein soll. Sitze dort. Das ist nämlich mal für die kurze Rast, kann ich nämlich Folgendes machen. Ich kann mich jetzt einfach mal da reinlümmeln, wenn du das mal gerade machst, bitte, sei mal so lieb. Der hat nämlich einen Ausgang für die Schuhe. Das können wir gerade mal zeigen. Da hinten ist nämlich offen. Kannst du dich einfach mal durchsetzen. Aber das würde jetzt auch schon so gehen. Ja, so jetzt nicht, aber du kannst dich einfach mal hinsetzen, dort hinten gegen die Bank und kannst dann ganz entspannt dich da mal so chillen, reinlümmeln. Unglaublich. Also die ist ganz versatil, ganz stark verstellbar, die Bank. Absolut. Total flexibel. Das ist das Schöne an diesem Produkt. Sehr schön. So, es gibt einiges zu sehen. Das spielt sich hinten ab. Machen gerade noch mal ganz kurz auf, denn das Fahrzeug hat eine ganz tolle Anordnung für die Größe, muss man sagen. Der L1, da haben die sich wirklich ganz lange Gedanken gemacht, hat eine Heckküche. Jawohl. Das ist, ich habe das selten gesehen. Wenn du mal kurz dort einsteigst, ich gehe mal gerade durch die Mitteltür rein, dann zeigen wir das Ganze mal. Das Dach ist jetzt hochgeklappt. Jawohl. Wir haben irre viel Platz im Moment. Absolut. Und du bist jetzt hier zum Beispiel Kochmeister, hast eine eigene Leselampe mit dabei, die man dann noch verstellen kann, wenn du mal Rezepte lesen willst. Die ist für oben gedacht. Ja. Die ist für oben gedacht und hier hinten habe ich die Möglichkeit auch verschiedene Stufen einzustellen von der Lichtstärke, je nachdem wie ich es haben möchte. Aber du kannst die Lampe, wenn du die jetzt nach unten machst, auch hier benutzen zum Beleuchten. Sehr schön, wunderbar gemacht hier. Und jetzt haben wir hier den Spritzschutz und dadurch haben wir hier die zwei Kochstellen. Und dann kann man schon mal ein wunderbares Menü kredenzen. Das ist wirklich so. Also du lachst jetzt, aber ich kenne Leute, die machen mit zwei Kochern. Ich merke, dass du kein Camper bist. Du bist aktiver Camper? Ja, aber ich muss sagen, dass ich im Urlaub wenig hier drin koche, sondern... Du gehst essen draußen? Ich bin der Griller. Ich bin der Grilltyp, definitiv. Okay. Und, aber eine Spaghetti-Tomatensoße geht immer. So, ich lasse das mal so stehen. Ja, dann hast du ein großes Waschbecken. Ist das einzige Waschbecken? Das heißt, da putze ich mir auch die Zähne? Ja, beim L2 habe ich noch ein Waschbecken hier seitlich dann. Ja. Für die Zähne oder für die Hände zu putzen, damit ich dann ins Bett gehen kann. Und das ist dann die einzige Spüle. So, hast du hier Ablagen für zum Beispiel Gewürze und so weiter? Ja, Tomaten, Reis, Nudeln, Tomaten, Ketchup oder Gewürze. Mhm. Kann ich alles integrieren. So, Kühlschrank ist hier. Wunderbar. Den Kühlschrank, wenn wir ihn bestücken möchten, haben wir die Möglichkeit, hier oben die Befestigung zu machen. Auf Wunsch gibt es eine Box, ein Korb. Da kann ich dementsprechend mehr Ordnung halten. Hm. Was ziemlich cool ist, der fällt nach unten, die Kälte. Das heißt, wenn du den öffnest, ist er nicht ruckzuck wieder warm. Richtig. Die Wärme geht nach oben, die Kälte geht nach unten. Hm. Und ja. Gut, die Steuerung ja. Habe ich vorne wieder über das Display, wo wir die Standheizung hatten. Wir haben 6 Stufen, die wir einstellen können. Und damit das Bier auch schön kalt ist und der Wein. Im Alltagsbetrieb aber auch ganz praktisch. Das heißt, du kannst im Sommer ganz toll irgendwelche Getränke mitführen, die immer kalt sind. Das ist jetzt ein Kompressorkühlschrank, nehme ich an. Das heißt, also der macht immer richtig kalt, der ist nicht angewiesen. Es ist ja eine Gasflasche an Bord, die ist wo? Die ist hier unten drunter. Okay, das ist aber nur eine kleine, weil man nur mit kocht, gell? 2,8 Kilo. So, und das Fahrzeug steht auf Diesel beim Heizen? Jawohl, Diesel muss sein. Das ist da, also ein Tank. Dann ist hier ein Kleiderschrank oder was ist hier drin? Jawohl, wir haben hier einen Kleiderschrank. Einmal haben wir für die Chemietoilette nochmal, für den L1 hier unten die Möglichkeit, die Chemie. Das Porta-Potti. Genau. Und hier haben wir noch eine Wunschoption dabei. Das ist ein weiterer Einlegeboden, der bringt mir Stabilität. Mhm. Gerade wenn ich jetzt T-Shirts stapel
Und wir haben dann halt zwei Ebenen. Gut, wir sind also schon ein bisschen eingeschränkt. Wir haben ein L1 und die Raumausnutzung ist schon klasse. Wir zeigen auch gleich mal, wo der Tisch ist. Ihr habt integriert sogar einen Regenschirm mit dabei, den man natürlich beim Campen öfter mal braucht. Ja. Der ist hier direkt mit drin. Der ist standardisiert, genau. So, da, was ist da dahinter? Hier drunter haben wir nochmal ein tiefes Fach. Einmal haben wir nochmal hier die Dusche und den Saugnapf sowie das Stromkabel, das man außen anschließen kann. So, das können wir gleich mal zeigen, denn das Fahrzeug hat draußen eine Außendusche, die man toll auch benutzen kann, wenn ich hier duschen möchte. Es gibt ja solche Metallvorhänge, die man aufhängen kann. Dann kann man diese Klappe auch als, ich sag mal, Teil eines Zeltes verwenden. Als Sichtschutz. Hier vorne, das ist der Tisch? Das ist der Tisch, der ist bestellbar von Westfalia. Und das Schöne daran, er nimmt keinen Platz weg, er ist verstaut in der Heckklappe auf der Innenseite und den kannst du mit zwei Handgriffen lösen. Du hast hier ein Drehrad und hier ein Drehrad und dann ziehst du ihn einfach raus und dann hast du ihn schon griffbereit. Ja, kommt noch besser. Du hast einen zweiten Tisch mit dabei, der ist für innen. So, der wird einfach aufgeklappt, der kann überall benutzt werden. Der zweite Tisch, dazu müssen wir die Bank, glaube ich, wir machen hier noch mal einmal ganz kurz die Ursprungs. Was auch wirklich schnell geht. Drei Handgriffe. Ja, und dann. So, und hier. Ich den setze mal ein Stück vor. Haben wir unseren Tisch. Der ist hier unten arretiert. Und wenn ich den hochhebe, kommt hier das Bein raus. Ja. So. Und dann habe ich die Möglichkeit, diesen Tisch zu verlängern. Hier unten drunter haben wir ein kleines Hebelchen. Okay. Und damit. Boah, riesig. Hier entriegel ich das. Und normalerweise sind ja auch die Sitze vorne sind ja gedreht. Das heißt, beide könnten jetzt sogar gegenüberliegend essen, spielen, machen, tun. Ich habe irre viel Platz oben drüber. Das ist gut. Und wenn du jetzt sagst, ich muss ein bisschen arbeiten hier drin, ich habe einen Laptop dabei. Kannst du arbeiten. Es gibt auf Wunsch einen Wechselrichter, wenn man das haben möchte. Man kann aber auch so einen kleinen nehmen, so einen 200 Watt, den man einsteckt in 12 Volt. Das geht auch. Das Fenster kann man öffnen an der Seite. Ja, wir haben hier auf der rechten und linken Seite wunderbar noch kleine Fenster, die wir öffnen können. Und dadurch haben wir eine sehr schöne Zirkulation tagsüber. Gerade wenn sie in südlichen Ländern sind. So, das kann man aufstehen lassen. Man kann das Fenster aber nicht ganz öffnen. Das heißt, also Diebstahlschutz. Das ist richtig. Diebstahlschutz, es dient einfach nochmal der Luftzirkulation. Toll. So, oben habe ich Netze mit drin. Ich habe eine Zwangsentlüftung, habe ich ganz oben. Das heißt, also dort geht die Luft raus. Dass also man an dem höchsten Punkt, wo die Wärme sich staut, kann auch entlüftet werden. Das ist richtig. Das ist also Standard, was wir hier sehen. Und wir haben auch noch mal hier rechts und links zwei weitere Fenster. Der L1 von der Länge, was hat er? 45 oder sowas? Ja, der hat knapp 5 Meter. Ja, knapp fünf Meter, unter 5. Ja. Toll. Also ich sag mal so, für die Alltagstauglichkeit, ja, kommt der nicht auf einen Zentimeter an. Ich schreibe ja eh die Daten noch mal rein. Okay. Carsten, du machst das schon so lange. Jetzt haben wir schon wie viele Videos gedreht? Ja, du bist immer noch aufgeregt wie am ersten Tag. Ja, ja, aufgeregt nicht, es ist aber ziemlich warm heute. Es ist Hochsommer. Also es ist echt ein bisschen die Qual der Wahl. Wenn du noch mal kurz rauskommst, sei mal so lieb, der L2, so schön wie er ist, der ist jetzt wie viel länger, der L2? Der L2 hat knapp 40 cm mehr Länge. Er hat, wie gesagt, dadurch die Toilette noch hinten. Er hat halt den Vorteil, er ist alltagstauglich. Ja? Der mit dem Aufstelldach und der Hochdach hat halt den Vorteil, dass du mehr Kopffreiheit hast, mehr Schulterfreiheit. Und auch mehr Helligkeit. Mhm. Können wir uns ja gerne nochmal anschauen. Das machen wir gleich noch ein eigenes Video zu. Denn hier, ja, also jetzt die Qual der Wahl. Wir haben es gesagt, also das ist der L1 ab 43.000 Euro. Auch hier bitte wendet euch an die Firma Sorg hier in Fulda. Ihr habt viele verkauft, muss man sagen. Ihr habt viel Zuteilung bekommen, weil ihr ganz viel vorgeordert habt. Ihr seid auch ein großer Ford-Partner hier. Macht Preise, die sind unglaublich. Also wirklich ruhig mal anfragen. Es lohnt sich zumindest mal hier anzufragen, zu gucken, gibt es noch welche. Das ist ja oft so Thema Verfügbarkeit, so ein bisschen wie E-Bikes, die Nuggets, oder? Das ist richtig momentan. Aber es sind nicht nur die Preise, die sich
wir haben auch eine vernünftige Beratung. Das ist so unsere Grundvoraussetzung, die wir haben. Und die Kunden sollen fair behandelt werden, ganz einfach. So ist das, ja. Ja, ich bin erstmal ziemlich beeindruckt. Haben wir noch irgendwas jetzt vergessen? Klär mich auf, Carsten. Oh Gott, wir haben so viele Sachen, die wir noch besprechen könnten. Über die Ausstattungsvarianten, die Wunschoptionen. Und Alexander, ist dir noch was aufgefallen, was wir noch erwähnen können? Was wir noch erwähnen können? Jetzt ungefähr 20 Minuten nicht aufgepasst. Allrad? Gibt es Allrad als Option? Wir könnten ein Allrad anbieten, ja. Ja, das würde gehen. Der wird entsprechend nachgerüstet. Wie läuft das? Der wird nachgerüstet von Extremfahrzeugen. Der gibt es mit Höherlegung oder ohne Höherlegung. Ja. So, wir hatten gerade eben die Frage gestellt, Zahnriemen oder Kette? Zahnriemen. Ach, danke. Sehr schön. Das ist ein Ölbad laufender Zahnriemen. Das heißt, der hat ein relativ langes Wechselintervall. Da muss ich aber jetzt lügen. Das sind 10 Jahre, 220, 240. Aber nichts, was ich bei 90.000 Kilometer direkt mal wechseln muss. Nein. Das ist auch von meines Wissens fort der einzige Hersteller, der einen Zahnriemen im Motorölbad laufen lässt. So ist das, ja. Wir haben eben gesagt, 43.000 Euro, ja. Was wären dann so Optionen, wo du sagst, unbedingt bitte mitbestellen, wenn möglich? Also Rückfahrkamera halte ich für sehr sinnvoll. Ja, also Audiosystem 21, dass man vorne das große Display drin hat, muss nicht unbedingt mit Navi sein. Gibt es, wie gesagt, in dem Audiosystem 21 halt ohne Navi, aber dann hat man das schönere Cockpit. Fliegenschutztür ist definitiv ein Ding, was man nehmen sollte. Oder? Preis ungefähr? Fliegenschutztür kostet 419 Euro und das Audiosystem 21 457. Farbe ist halt so ein Thema. Ich würde sagen, weiß ist natürlich eine schöne Farbe, orange auch. Ich würde immer einen Metallic-Ton nehmen, einfach weil er hochwertiger ist, beziehungsweise durch die Lackdicke ein Ticken dicker lackiert ist und schöner aussieht. Wobei man da natürlich auch aufpassen muss, wenn sie jetzt, wenn man schwarz nimmt, was auch schön aussieht, aber das heizt sich natürlich dementsprechend auch auf. So, also wir haben gerade eben über das Thema Alltagstauglichkeit, ich sag mal, gesprochen. L1 sehr alltagstauglich, L2 ja. 40 cm macht aber schon viel aus, oder? Im Alltag oder ja, geht's? Also die ganzen Parkplätze, ich sag mal deutschlandweit sind ja irgendwo oder europaweit sind ja irgendwo um die 5 Meter. Das heißt mit einem 5,40 Meter, also sprich dem Nugget Plus. Guck ich raus. Guckt man ein bisschen raus. Ist eine Einstellungssache, ich fahre im Alltag einen 6 Meter Transit und komme damit auch klar. Ja, du bist ja aber auch der Alex, muss ich sagen. Ja. Danke. Wenn jemand das noch nie gefahren ist, vorher nur Pkw gefahren, wie ist denn da so deine Erfahrung, Carsten? Ja, sind die Mädels, ich sag mal, setzen sich rein und sind so nach 10 Minuten fit, fahren unfallfrei, die Jungs setzen sich rein und ecken ihn erstmal an? Nein, auf keinen Fall. Im Gegenteil, die Frauen sind ja die vorsichtigeren Fahrer. Und, meistens. Meistens, ja. Aber wir haben viele Paare natürlich und es fahren beide den Nugget, weil ja beide mit klarkommen müssen und beide kommen wieder und haben eigentlich ein Lächeln auf den Lippen. Sehr schön. So, wir zeigen gleich noch den Nugget mit Hochdach, denn das ist wirklich ein Fahrzeug, das müsst ihr gesehen haben. Jetzt bestellbar und der Kollege hat sogar schon den Schlüssel. Das ist was ganz, ganz Tolles. Bis zum nächsten Mal. Carsten, bleib hier. Bleib mir erhalten, wir machen ein extra Video. Wir sind in Fulda bei der Firma Sorg. Du bist Carsten Klimek. Jawohl. Und Kollege Alexa. Alex. Sag niemals Alexa. Du weißt warum? Weil sie mithört? Nee, weil wenn die Leute auf YouTube das Video abspielen, werden automatisch alle Alexas werden aktiviert auf der ganzen Welt. Ja, genau. Passiert wirklich. Also wenn ich jetzt sage zum Beispiel Alexa Uhrzeit. Ja, dann geht jetzt gleich. Ja. Genau. So, deswegen sagen wir das bitte nicht. Okay. Also der Alexander. Alexander Dekatz. So, wenn ihr Fragen habt, deine Rufnummer, Alex? Die 0661 495094. Noch einmal? 0661 495094. Und deine? 0661 49 50 59. 49 50 59 in Fulda. Jawohl. Dankeschön. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.